Digga. So ein raffinierter Hund. Digga, 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 Digga. Ja, hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir wieder am Start und diesmal habe ich mir eine Kleinigkeit für euch. Und zwar nächste Woche startet ein Spiel auf Kickstarter. Das ist das im Englischen von Korea Board Games und das ist The Barkside. Ich finde den Namen ja schon so genial und Hunde finde ich ja sowieso immer super irgendwie und das ganze Ding hat mich irgendwie direkt so angesprochen. Und worum handelt es sich bei The Barkside? Das ist ein Stichspiel für 3 bis 5 Spieler, Verzeihung, 30 Minuten ab 7 Jahren. Und die Story ist einfach solche: Das Herrchen verlässt das Haus, wir sind die Hunde, die zu Hause sind und machen da natürlich allerlei Unsinn, alles was ein Hund nicht machen darf, aber irgendwann ist dann soweit und dann kommt das Herrchen nach Hause und dann wird einer von uns erwischt und kriegt dann den ganzen Ärger ab, den wir dann da quasi fabriziert haben. Und das gucken wir jetzt erstmal an und ich kann euch schon mal sagen, das ganze Ding ist echt kurzweilig und uns macht das ganze Ding echt viel Spaß. Viel Spaß dabei. So, da haben wir auch schon alles, was wir zum Spielen brauchen. Wir haben jetzt hier so ein Kartendeck, da sind einfach Zahlen von 1 bis 10 drin. Ihr seht ja hier, das ist noch nicht alles ganz fertig. Hier fehlt halt eben noch so ein bisschen das Final Artwork bei einigen der Karten. Aber ansonsten ist das Ganze hier schon alles ziemlich passend. Gut, am Anfang werden die Karten quasi gemischt, dann wird geguckt, wer halt eben mitspielt und jeder bekommt 10 Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich tue jetzt einfach mal so, als würden wir mit 2 Spielern spielen. Die anderen Karten werden wir dann in dieser Runde quasi nicht brauchen, die werden dann jetzt einfach quasi weggelegt. Das Spiel endet, wenn nachher Karten verteilt werden müssen, wenn jeder nur noch 4 oder weniger Karten bekommen würde, dann ist das Spiel zu Ende. Und zum anderen ist es dann zu Ende, immer wenn man den letzten Stich in einer Runde gemacht hat, dann nimmt man sich davon die beiden höchsten und einmal die niedrigste Karte und legt die vor sich aus. Und wer zuerst 7 verschiedene Karten vor sich liegen hat, der hat das Spiel dann verloren, dann endet das Spiel auch und dann wird der Gewinner einfach dadurch halt eben abgecheckt, wer die wenigsten verschiedenen Karten einfach noch draußen liegen hat. Gut, dann gucken wir uns einfach hier mal ganz kurz die Karten an. 3, 7, 7, 9, 6, wir sortieren uns den ganzen Krempel jetzt mal. Hier ist eine 3, da die 6er hin, hier die 3er. 8er, 9er, 10er. Gut, alles klar. So, das haben wir jetzt einmal. Dann passiert Folgendes. In der ersten Runde, irgendwie wird ein Startspiel ermittelt, legt man eine Karte raus. Und zwar ist es einfach so, wir versuchen jetzt Stiche zu machen. Am Anfang ist es noch ganz egal. Die erste Runde startet man mit einer Karte. So, das heißt, ich würde jetzt hier einfach mal die 9 rauslegen, dann wäre der andere dran. Der guckt jetzt mal und der kann jetzt quasi den Stich mit einer 9 oder mit einer 10 wegsnübbeln. Der hat jetzt hier die 10, das heißt, er würde jetzt die 10 hier nehmen, zack, bumm, kriegt den Stich und darf als nächster wieder rauskommen. So, ich würde jetzt sagen, ich lege jetzt hier mal eine 8 raus. So, wir wissen ja, ich hätte jetzt hier noch eine 10 oder eine 8. Ich würde jetzt hier die 8 rauslegen, würde damit den Stich bekommen. Man kriegt ihn immer, wenn man gleichwertig oder halt eben höher hat. Der Stich wird hier rübergelegt. Dann komme ich wieder raus. So, lege jetzt hier quasi die 10. Wir wissen ja aber, der andere hat keine 10 auf der Hand. Jetzt passiert nämlich Folgendes. Wenn ich nicht bedienen kann, muss ich die Anzahl der Karten, die hier liegen, am Anfang ist es immer erst nur eine Karte, davon muss ich die Anzahl der Karten bedienen und zwar einfach meine niedrigste abgeben. Das heißt, ich habe hier 10, das heißt, ich lege die 1 hier drauf, damit bleibt der Stich hier bei dem rechten Spieler. So, jetzt passiert Folgendes. Zum ersten Mal konnte einer nicht bedienen und musste eine niedrige Karte draufwerfen. Dann geht das Spiel quasi den nächsten Step und jetzt ist es so, der ist jetzt nicht dran, jetzt sind wir ja hier wieder dran und dürfen auch eine Kombination von mehreren Karten rauslegen, deren Wert allerdings gleich sein muss. Das heißt, ich lege jetzt hier mal die 3 von den Dreien hier ab. Dann ist der andere dran. Der muss jetzt wiederum 3 Karten bedienen. Jetzt können wir mal gucken. Wir haben hier 3 Achten, das ist schon mal ganz gut. Dann würden wir die drauflegen, würden den Stich jetzt hier bekommen und müssen jetzt wieder selber rauskommen. Und zwar würde ich sagen, wir legen jetzt die beiden Zweier hier mal raus.
Dann ist der andere wieder dran. 2-2er. Ich habe hier die 2-6er. Das heißt, der legt die 2-6er hier drauf, bekommt den Stich und geht jetzt hier mit einer 7 rein, weil wir müssen jetzt aufpassen. Den allerletzten Stich, ganz am Ende, den darf man nur mit einer Karte machen. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei. Das heißt, wir würden jetzt hier eine legen. Und der andere hat jetzt nur eine 6 und eine 4. Das heißt, er würde jetzt hier die 4 legen. Zack, hätte die 6 noch auf der Hand. Er kommt wieder raus mit seiner letzten Karte. Das ist leider eine 7. Dann hat er Pech gehabt. Das ist eine 6. Er bekommt hier wieder den Stich und hat quasi diese Runde verloren, weil er den letzten Stich bekommen hat. Jetzt ist es so, der Verlierer, gucken wir einfach, muss die beiden höchsten Karten, das wäre in dem Fall eine 8 und eine 10, und einmal die niedrigste, das wäre in dem Fall eine 1, einfach hier offen vor sich in den Spielbereich legen und hat die jetzt auf der Hand. Und die zählen dann quasi gegen das Limit, dass man am Ende 7 verschiedene Karten mit verschiedenen Werten hier drauf liegen hat. Es kann natürlich passieren, dass wir später, ist unsere höchste Karte nochmal eine 8, dass wir dann hier quasi noch eine 8 uns drauflegen müssen. Das ist aber dann ganz egal, weil immer nur verschiedene Karten dann gegen das Limit von den 7 dann einfach zählen. So, das haben wir gemacht. Zack, zack, dann wird der Stapel wieder quasi neu gemischt. Jeder bekommt wieder 10 Karten und dann geht das ganze Ding von neuem los. Wie gesagt, nochmal ganz kurz, hat hier nachher einer 7 Karten, verschiedene liegen. Ich habe jetzt hier eine 3, jetzt haben wir hier noch eine 8. 7, 1, 2, 3, 4, 5, jetzt brauchen wir noch zwei verschiedene, hier haben wir noch eine 6 und eine 2, so, habe ich die jetzt draußen liegen, letzter Stich, nehme die Sachen, bam, habe ich verloren und der andere hat nur eine Karte draußen liegen, dann hat er gewonnen. Oh, ein Mops, nice. So, und das ist schon die ganze Kunst, aber das macht auf jeden Fall jede Menge Spaß. Ja, The Barkside, da habt ihr schon alles gesehen. Das ganze Ding ist halt eben knackig, recht übersichtlich und macht uns auf jeden Fall einen Heiden Spaß. Deswegen können wir das ganze Ding auf jeden Fall auch nur geflissentlich empfehlen. Ihr habt gesehen, das ganze Ding ist jetzt noch nicht komplett fertig. Das ist quasi hier so eine Vorabversion und da fehlt halt noch ein bisschen was von dem Artwork. Hier hinten steht quasi noch überhaupt gar nichts drauf. Eine deutsche Anleitung liegt dann auf jeden Fall dabei, wenn ihr das ganze Ding backt. Das wird wieder gar nicht so teuer sein. Und zwar ist es von den gleichen Dudes, für die ich auch hier die Mystery of the Temple, das Geheimnis der Tempel schon vorgestellt habe, was uns auf jeden Fall auch ganz gut gefallen hat. Und für mich ist es einfach mal wieder so ein weiterer Indikator, dass einige coole Games einfach aus dem asiatischen Bereich irgendwie schlummern, die es irgendwie nur ganz schwer haben, es bis zu uns hier rüber zu schaffen. Und The Barkside ist einfach eins davon. Wenn ihr Bock habt auf kleine Stichspiele und habt nicht immer Lust, hier Wizard hoch und runter zu zocken, was natürlich auch ein grandioses Spiel ist, dann schaut euch auf jeden Fall The Barkside mal an. Von mir gibt es dafür auf jeden Fall eine Empfehlung und das wird auf jeden Fall hier auch seinen festen Platz bei uns im Schrank finden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.